Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Mittwoch. Wir sehen kaum Bewegung in den Märkten. Auf der einen Seite belastet natürlich das Infektionsgeschehen weltweit. Trotz harter Lockdowns gehen die Zahlen nicht wirklich in den Keller. Teilweise liegen die Inzidenzwerte über 300 in manchen Landkreisen in Deutschland und auch in anderen Ländern. Ja, grassiert das Virus. Auf der anderen Seite haben wir die Hoffnung, dass die neue Biden-Administration in Amerika ein neues, größeres Konjunkturpaket schnürt. In ja, gut einer Woche wissen wir mehr, wenn Biden ins Amt eingeführt wird. Das ist die Hoffnung der Anleger. Andererseits natürlich auch, was wird die EU tun, um die Wirtschaft in der Eurozone zu stärken, weil es ist zu befürchten, dass der Lockdown nicht am 31. Januar beendet wird, sondern möglicherweise sogar bis Ostern verlängert wird. Und das Ganze, diese Pattsituation, die sehen wir auch im DAX. Wir haben gestern bei 13.925 geschlossen. Und ja, wenn ich auf die vorbörslichen Kurse schaue, sehe ich ein leichtes Plus von 4 Zählern, also unverändert im Vergleich zum Vortag. Wenn wir uns die Charttechnik anschauen, sehen wir eben, dass wir unter der wichtigen 14.000-Punkte-Marke notieren. Die ist zumindest mal aus psychologischer Sicht interessant. Wobei wir, wenn wir die letzten beiden Kerzen uns anschauen, bei 14.000 auch durchaus mittlerweile eine charttechnische Linie erkennen können. Wichtig ist, dass wir uns oberhalb des alten Ausbruchsniveaus bei 13.8 bewegen. Wenn das der Fall ist, ist soweit alles im grünen Bereich. Ein Blick noch auf unser Produkt, das wir vor wenigen Tagen empfohlen haben, im Bereich von 14.000 Zählern dürfte hier eingeblendet werden. Leichte Minus bei 9,30. Also nicht viel passiert, rund 4% im Minus bei dem Hebel, ja, sehr schnell auch wieder aufzuholen. Das war's von meiner Seite, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund vor allem und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ja, hier noch die ersten Kurse 13, 9, 12. Also nichts passiert weiterhin im DAX. Wir müssen warten, was die nächsten Tage bringen. Vielleicht hilft uns die Earnings Season in Amerika etwas auf die Sprünge, wenn die ersten Banken und großen Konzerne ihre Zahlen veröffentlicht werden. Also, das war's von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal.